Hallo, hallo. In diesem Video möchte ich euch eine Aufgabenstellung zeigen, beziehungsweise vielleicht eine mögliche Lösung für eine Aufgabenstellung. Und zwar folgendes. Ich habe hier verschiedenste Ebenen, mehr oder weniger, die habe ich freigestellt und möchte diese jetzt da mit transparentem Hintergrund so an den Kunden schicken oder jemanden anderen einfach schicken. Ja. Das Problem ist jetzt da, wenn ich jetzt Speichern untergehe, und wähle ich eine Photoshop-Datei aus, kann es je nach Größe des Fotos oder des Bildes ja recht schwer sein, das per E-Mail zu verschicken, beziehungsweise kann nicht ein jeder Endkunde oder Enduser das Bild dann öffnen. Selbe gilt auch für eine TIFF-Datei zum Beispiel. Die Datei wird sehr groß und naja, wenn man genug Bandbreite hat und das E-Mail-System richtig eingestellt hat, kann man es vielleicht auch verschicken. PNG wird klein und naja, man hat einen transparenten Hintergrund, aber nicht jedes Endgerät kann das dann auch lesen. Vor allem auch, wenn man das Foto oder das Bild oder den Freisteller dann via soziales Netzwerk irgendjemand schnell via Chat schicken möchte. Wenn ich das jetzt als JPEG abspeichere, Einstellungen sind hier mal egal, Qualität 9.12, so, dann sieht das, also hier ohne Hintergrund, als JPEG dann genau so aus. Tja, nicht sehr optimal. Folgende Lösung oder folgende Möglichkeit für dieses Problem. Man ist ja einfach gewohnt in der Bildbearbeitung diesen Kachelbodenhintergrund oder diesen Kachelhintergrund zu sehen. Und den möchte ich irgendwie auch auf das Bild bringen, um hier dann diese Freisteller dann auch zu sehen oder dann zu sehen, wie das freigestellt worden ist. So wie hier dieser Skifahrer oder einfach dieses einfache Objekt hier. Folgende Möglichkeit. Ich bin hier in der 100% Ansicht mit Doppelklick auf die Lupe oder Steuerung 1 und mache mir hier mal einen Screenshot mit der Drucktaste. Ich mache jetzt ein neues Objekt. So, da. Und sehe hier, ich habe jetzt da eine neue Datei. Und habe hier diesen Hintergrund. Mit dem Beschneiden-Werkzeug oder Freistellwerkzeug C nehme ich hier mir so einen Bereich und klicke jetzt mit Steuerung Plus, mache das mal groß. So. Und jetzt wähle ich hier genau diesen Bereich aus. Hier genau her. Und hier. Und, na, so, und hier, so, wir sind hier schon bei 3200%, aber das macht nichts. So, dieser Raster hier wird einfach ab einer gewissen Größe der Vergrößerung eingeblendet, jetzt ist er wieder weg. So, und jetzt habe ich hier diese Datei. Was mache ich damit? Eine Musterfüllung. Und zwar gehe ich hier unter Bearbeiten, Muster festlegen, transparenter Hintergrund, sage OK. Jetzt gehe ich wieder in meine Photoshop-Datei, die ich hier habe, gehe hier auf die hinterste, also auf die Hintergrundebene oder auf die unterste Ebene, wähle hier neu, Muster und habe hier dieses Muster dann schon ausgewählt automatisch, das ist hier, transparenter Hintergrund, und kann mir hier mit der Skalierung, gehe ich etwas größer, ja, so circa, das ist okay. Also habe ich jetzt da diesen Musterhintergrund, und wenn ich jetzt da auf Speichern untergehe, und mir wieder ein JPEG auswähle, klicke ich hier Speichern, sage Ersetzen ja, und sehe mir das Bild jetzt da, das JPEG an und sehe auch, wie es jetzt da in der Vergrößerung aussieht. Und so kann man das dann zum Beispiel dem Endkunden oder einem anderen User dann einfach via E-Mail oder Chat oder sonst in irgendeiner Form zukommen lassen, um einfach den Freisteller herzuzeigen. In diesem Sinne, bleibt kreativ, euer Maxl, ciao!